Moin Moin und herzlich willkommen zum Kanzeltisch am Vorabend des 13. Sonntags nach Trinitatis. Einem Sonntag, der auf das diakonische Werken schaut. Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ist das biblische Wort, das morgen in den Gottesdiensten Land auf und Land ab bedacht wird. Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. 2015 soll sich nicht wiederholen, hören wir Land auf, Land ab von Politikern. 2015 wurde genau über diesen Text gepredigt, als die Flüchtlinge kamen. Denen, die kein Obdach haben, denen, die keine Heimat, kein Zuhause mehr hatten, die Türen zu öffnen, war nicht nur 2015 Christenpflicht. Heute ist es ganz genauso Christenpflicht. Nur ist die Situation eine völlig andere. Da werden keine Flüchtlingsströme kommen. Denn seit 2015 hat Europa an seinen Grenzen die Grenzzäune und Mauern hochgezogen. Und wo kein Zaun und keine Mauer, da wird auf die, die kommen wollen, eingeknüppelt. 2015 konnten wir noch die Türen öffnen. 2021 stehen keine Flüchtlinge. 2021 ist die Frage, ob wir zu unseren Werten und zu unseren Worten und zu unserem Wort stehen. 2021 geht es um Menschen, die als Ortskräfte in der Entwicklungshilfe, in dem Militär, bei der Bundeswehr, die in den Behörden geholfen haben, dass in Afghanistan deutsche Behörden, deutsche NGOs, deutsches Militär arbeiten konnte. 2021 geht es darum, ob Menschen, die sich darauf verlassen haben, dass Deutsche zu ihrem Wort stehen und sie nicht verlassen, wenn sie das Land verlassen, ob diese Menschen es überhaupt schaffen, nach Deutschland zu kommen. Und wenn sie dann hier sind, offene Türen finden werden. 2021 geht es darum, ob wir zu dem stehen, was wir versprochen haben. Das ist weit davon entfernt, denen zu helfen, die die geringsten Brüder sind. Den geringsten Brüdern zu helfen und den Schwestern auch, ist Christenpflicht. Als Christen haben wir also weit mehr versprochen und weit größere Fähigkeiten von Gott bekommen, unser Herz zu öffnen, auch für Menschen, die nicht für uns gearbeitet haben. Hier, das ist meine Erfahrung, das höre ich in der Handwerkskammer, das höre ich in der Industrie- und Handelskammer, das höre ich von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Hier brauchen wir Menschen, die als Facharbeiter in der deutschen Wirtschaft arbeiten.
Hier brauchen wir Menschen, die zu uns kommen. 400.000 im Jahr. 2015 müsste sich wiederholen. Deutschland müsste die Türen öffnen. Nicht nur für 5.000 oder 10.000 Ortskräfte, sondern für Hunderttausende, die Jahr für Jahr in deutschen Firmen, auf dem deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt fehlen. Und die dann auch fehlen als Menschen, die in die Rentenkassen einzahlen. Junge Menschen hier helfen der Versorgung alter Menschen hier bei uns. Rentenkassen, Krankenkassen, alle angewiesen darauf, dass Menschen bei uns arbeiten. Wir sollten die Türen öffnen, im eigenen Interesse. Und als Christen, weil Gott von uns möchte, dass wir die Türen und die Herzen öffnen für die, die kein Obdach und keine Heimat haben. Was du dir getan hast, einem dieser meiner geringsten Brüder, das hast du nicht dir, das hast du nicht den anderen, sondern das hast du Gott selber getan. 2015 haben wir Gott in unsere Häuser gelassen. 2021, es liegt an dir und an mir. Bleib behütet, auch an diesem Sonntag. Ihr und euer Pastor Bernd Böttger.